Players, das Golfmagazin, heute mit diesen Themen. Aller Anfang ist Pro, warum der erste Weg jedes Golfeinsteigers erstmal zum Lehrer sein sollte. Meine Geschichte, Golfer erzählen ihren besonderen Weg zum Golfsport. Kopfsache, wie überliste ich die kleinen Geister in meinem Gehirn? Love is in the air, wir suchen den Partner fürs Leben. Die österreichischen Vierermeisterschaften sind traditionell das erste Turnier des heimischen Wettkampfkalenders für Spitzenamateure und Pros. Aber auch etliche Teaching-Pros, wie Golflehrer genannt werden, lassen sich diesen seltenen Auftritt am Golfplatz nicht entgehen. Heuer ging der bestbesetzte Event im Golfclub Gutmurstetten über die Bühne. Als erfolgreicher Teaching-Pro, wie oft kommt man eigentlich noch selber zum Spielen? Leider etwas zu selten, weil ich spiele nach wie vor sehr, sehr gern und man macht sehr riesig Spaß. Mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Aber vor allem sind wir der Frage nachgegangen, warum der erste Weg jedes Golfanfängers zum Pro ist. Anders als bei anderen Sportarten, in denen der erste Schritt ohne große Vorbildung gemacht werden kann, ist Golf, um es auch in Zukunft mit Spaß zu betreiben, doch recht lernintensiv, oder? Damit man einen Sport lang ausüben kann, müssen die Grundlagen mal passen, das ist bei jeder Sportart so, aber auch speziell bei Golf. Wenn man da schon mal gute Basics hat, dann kann man davon lang profitieren. Wenn ich gut Golf spielen will, dann werde ich nicht drum herum kommen, dass ich entweder sehr, sehr, sehr viel Talent mitbringe oder vielleicht die eine oder andere Stunde bei einem Pro konsumiere. Um Körper, sag ich mal, Bewegungen zu lernen, wo ich mir viel leichter tue, damit sie sich auch nicht gleich mal anfangen, verletzen beginnen. Wenn ich jetzt vorhabe, bis ins hohe Alter Golf spielen zu können, ohne dass ich vorher 10 Schmerztabletten nehmen muss, dann ist ein guter Golfschwung schon sehr körperschonend. In letzter Zeit werden Golfschulen mit klingenden Namen und Systemen immer häufiger. Wie blickt man durch, speziell als Anfänger? Und für wen ist welche Schule die beste? Oder ist die Basis ohnehin immer gleich? Wesentlich ist, ich muss einmal Kontakt mit meinem Golfschläger zum Ball machen. Wie das Kind dann heißt, ist am Anfang völlig irrelevant. Also ist die Basis eigentlich bei jedem System dieselbe? Ja, definitiv. So wenig Schläge wie möglich. Wichtig ist, glaube ich, am Anfang einfach, dass man vielleicht in einer Gruppe trainiert. Macht natürlich mehr Spaß. Und später dann öfter immer wieder auf die Range geht, auch zum Üben, auch zum Pro. Genauso auch, dass man Leute kennenlernt auf der Range und dann Spaß hat. Das ist das Wichtigste. Auch schon traditionell ist die Einkleidung und der gemeinsame Fototermin des österreichischen Nationalkaders. Wie haben unsere Aushängeschilder mit Golf begonnen und warum finden auch Sie, dass aller Anfang der Weg zum Pro ist? Bei mir war es eigentlich ganz klassisch durch die Familie. Also meine Oma hat gespielt und ich bin immer mitgegangen und sofort fasziniert von dem Sport. Früher, als ich noch klein war, hat mich mein Papa im Garten auf der Hand gehabt und hat immer so einen in die Schläge gemacht und immer im Treffmoment Doc gesagt. Und dann habe ich das so integriert, dass ich selber spielen angefangen habe. Also seit ich stehen kann, mache ich schon golfähnliche Bewegungen. Und mit 5 habe ich dann mein erstes Turnier gespielt. Wir waren auch sehr viele Kinder und es hat super viel Spaß gemacht, jetzt mal, wenn man ins Golftraining kommt. Und ich glaube, so ist der gute Start, dass man eine neue Sportart lernt. Am Anfang sollte man schon die Basics vermittelt bekommen, dass man die auch dann verfestigen kann. Und auf denen baut man ja dann schlussendlich auch wieder auf. Man weiß am Anfang gar nicht, wie die Technik ausschaut, was man genau machen soll. Und ein Pro bringt ein bisschen Ordnung hinein. Und wenn man es gleich von Beginn an richtig lernt, dann ist es einfach für später viel einfacher, dass man dabei bleibt und das Spaß macht. Bis es mal richtig, richtig funktioniert, braucht man schon ein bisschen Motivation. Aber wenn man es denn mal richtig gut kann oder halbwegs kann, ist es mega cool. Und ich würde es nie mehr anders machen. Aber auch die Ausbildung der Golfpros muss auf gesunden Füßen stehen, um einen hohen Standard zu garantieren. Wie geht die PGA of Austria, der Dachverband der heimischen Pros, davor? Ich rate immer den Leuten, dass man zu jemandem gehen soll, der, wo man weiß, dass der auch eine gute Ausbildung abgeschlossen hat. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. In dieser Ausbildung lernt man natürlich Schwungtechniken unterschiedlicher. Wie bringe ich diese Schwungtechnik den einzelnen Spielern und Spielerinnen bei? Weil bei einem funktioniert das, beim anderen funktioniert das. Und dann geht es halt noch viel weiter. Es geht darum, was sind die richtigen Schläger für meine Spieler? Was sind die richtigen Turniere für mich? Einfach, dass man eben diesen Spaß und diese Freude von Anfang an mitbekommt. Und umso besser ich spiele, umso mehr macht es Spaß.
ich glaube, extrem wichtig ist, dass man sich als Pro auch selbstständig weiterentwickelt und versucht, besser zu werden. Wir sind auch Mitglied in der BJJF Europe. Wir haben da auch den Goldstatus, also wirklich den höchsten Ausbildungsstatus, den man haben kann in Europa. Also da brauchen wir uns auf gar keinen Fall verstecken. Also unsere Pros sind super ausgebildet. Am Ende eines intensiven Wochenendes ging der Titel des österreichischen Vierermeisters heuer an die beiden Alps-Tour-Pros Clemens Gaster und Felix Schulz. Wir haben eigentlich extrem solide gespielt, vor allem der Clemens auf die ersten neun. Ich habe leider ein paar kurze Parts vorbei dann, aber auf die Back-9 haben wir uns dann wirklich wieder stabilisiert. Letztes Jahr sind wir knapp Zweiter geworden, oder nicht knapp. Ich glaube, die Nemetz-Brüder haben mit Abstand gewonnen. Heuer haben wir es geschafft, ja. Also ich freue mich. Mir taugt's. Golf als regelmäßige Vater-Sohn-Aktivität, das ist der Wunsch von Michael Bernhard. Ob das klappt, wird sich weisen. Noch hat Sohn Leon viele Interessen. Der heute 41-jährige Versicherungsmakler hat vor 10 Jahren mit dem Golfsport begonnen. Von Beginn an war der Sport eine Bereicherung. Also ich glaube, es ist vor allem einfach nur die Entscheidung zu treffen und einfach hinzugehen. Und dann geht das eigentlich sehr einfach. Der Wiener konnte bereits nach 3 Trainerstunden so gut spielen, dass er die Turnierreife bestand. Heute hat er Handicap 11,4. Die Faszination einfach, immer besser zu werden und den Klang vom Ball, dass der einfach ganz gerade da Richtung Fahne zischt, das ist einfach faszinierend. Ja. Für die Zukunft wünscht sich der selbstständige Versicherungsmakler, dass sein Sohn ihm einmal Konkurrenz auf dem Platz macht. Bis dahin freut er sich aber auch, wenn Leon ihn einfach begleitet. Es ist ein toller Sport, weil man das super bei unterschiedlicher Spielstärke betreiben kann. Ja? Wenn ich jetzt hernehme 2 Tennisspieler, das ist für beide, wenn die unterschiedliche Spielstärken haben, ist es dann nicht so befriedigend. Ja? Während wenn mein Sohn einfach 7 Schläge braucht und ich vielleicht nur 3 Schläge brauche, dann klappt das trotzdem wunderbar. Du wüsstest, dass ich wieder so eine Kurve mache? Direkt kannst du da nicht reinspielen. Ich würde sagen, Golf bringt einen mental weiter. Ja. Es ist ein Ort, wo man sehr gut abschalten kann, wo man sich in seiner Ausgeglichenheit üben kann. Und das finde ich sehr schön. Sorgen sind Spielverderber, sowohl im Alltag als auch im Sport. Vor allem in einer mental dominierten Sportart wie Golf. I can see clearly now. Rain is gone. Wir haben Golfprofi und European Tour-Spieler Markus Brier in einem Training besucht, das er für die Gewinner einer Turnierserie seines Kopfsponsors gegeben hat. Dabei spielte die mentale Hygiene am Platz ebenfalls eine große Rolle. Sie entscheidet bei uns Amateuren über Spaß oder Stress, beim Profi jedoch über Preisgeld oder Kaktus. Ist Golf ein mentales Spiel? Je mehr man spielt, je besser man spielt, desto mehr anteilsmäßig, weil irgendwann die Technik ist einigermaßen erlernbar, sage ich. Kann Golf geistiges Aspirin sein, wenn ich von den Alltagssorgen fliehen möchte? Und wie kann ich den Alltag zu Hause lassen? Ja, ich meine, das ist bei jedem ein bisschen anders, aber man muss halt irgendeine Routine entwickeln, wo man sagt, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt lasse ich die Sorgen zu Hause im Kofferraum, in die Tasche oder irgendwo wegstecken, sprichwörtlich. Die eine Seite davon ist, dass ich es am Golfplatz so und so nicht ändern kann. Und der zweite ist, dass ich beim Golf so und so sehr viel zu tun habe. Man muss sein Gehirn schon beschäftigen. Das Mentaltraining hat sehr viel damit zu tun. Ja? Und deswegen braucht man Routinen am Golfplatz, im Leben auch, um eben diese ganzen negativen Gedanken gar nicht reinkommen zu lassen. Wenn ich Golf spiele, dann konzentriere ich mich auf das Spiel und denke nicht über die anderen Sachen nach. Wir haben immer so ein bisschen auch Metapher, dass man sagt, okay, wenn der Kofferraum zugeht, bleiben alle Sachen, die nicht am Golfplatz gehören, dort
im Kofferraum. Auch wenn es im Büro nicht läuft, ja, wenn es zu Hause nicht läuft oder so. Der Kofferraum ist dann dort, wo die ganzen Sachen bleiben, im Koffer. Nicht denken funktioniert nicht, ja. Man muss es mit anderen Sachen überlagern und beim Golf gibt es genug. Ich kann jedes Loch dreimal durchdenken. Das ist auch ein Tipp, den man vor der Runde oder vor jedem Loch machen kann, dass man gedanklich durchspielt und sich damit beschäftigt. Ja. Welche Lehren und Methoden kann mir Golf für mein tägliches Leben mitgeben? Ja, dass ich eben auch beim Golf wirklich klare Entscheidungen treffen muss, demütig bleiben muss, weil im Golf funktioniert auch nicht alles, so wie ich es mir vorstelle. Meistens sind ja das auch die Probleme, die man woanders hat, dass man zwar gut plant, sich was vorstellt, aber die anderen wollen nicht so oder es funktioniert einfach nicht so. Und das Gute beim Golf ist, da gibt es halt keine Ausreden. Ja? Da ist nie wer anderer schuld, man ist immer selber schuld. Ähnlich wie beim Golfspielen, einfach fokussiert auf das Problem zu reagieren und damit zu leben. Aber gerade der Golfsport birgt auch Potenzial für surreale Bedenken. Einen Wassergraben zu überwinden, den neuen Ball gleich im Out zu verlieren, der 1-Meter-Putt, aber auch der drängende Flight hinter mir, Versagensängste oder Angst vor dem Turnier, alles surreale Ängste, die den Spaßfaktor erheblich stören können. Was sind die größten Spaßverderber und wie gehe ich mit negativen Gedanken um? Für mich ist ganz schlimm, wenn mir wer zuschaut oder wenn ich mit wem spielen muss, den ich nicht kenne, weil ich da immer im Hinterkopf habe, wenn das nicht gelingt, was denkt der von mir? Am meisten, wenn in der Vorbereitung mich jemand stört. Das ist etwas, was ich nicht gut kann. Also wenn ich merke, dass hinten die Nächsten kommen und man vorne einfach nicht weiterkommt, dass man dann Druck verspürt, das ist, glaube ich, das Größte. Ja. Wenn ich einen Bunker sehe, muss ich rein. Also, das ist, also wenn ich genau hinter dem Bunker liege, ist es blöd, Wasser ist mir egal. Aber wenn ich genau hinter dem Bunker liege, dann weiß ich, liege sicher drinnen. Man muss einfach akzeptieren, dass man sehr viele Fehler macht von Haus aus beim Golf. Man versucht, positiv zu denken, positiv zu bleiben und nicht immer nur das Negative zu sehen. Ja? Wenn ich versuche, an nichts zu denken, werden blöde Gedanken kommen. Dann wird das Out ins Blickfeld kommen. Wenn ich eine gute Routine habe und mein Ziel suche, weiß, was ich machen will, mir den Schwung vielleicht noch einmal vorstelle und dann schlage, dann habe ich gar keine Zeit, so viel über das Negative nachzudenken. Ist Golf eine gute Medizin gegen Burnout? Ja, wenn man sich wirklich ganz einfach am Ende fühlt. Wenn man bereits so weit ist, dass man nicht mehr arbeiten kann, bevor wir zu Medikamenten greifen, geh hinaus, wenn du nichts anderes Besseres zu tun hast, weil du sowieso nicht arbeiten kannst. Geh täglich hinaus, spiel eine Runde Golf und dann reden wir darüber. Vielleicht würden Medikamenten nicht notwendig sein. Welchen Tipp kann der Profi mit auf den Weg geben, um mental stärker zu werden? Demut ist für mich auch ein Kennwort. Das, glaube ich, kann man sehr gut ins normale Leben rüberbringen. Es funktioniert nicht immer so, wie man sich's vorstellt. Und im Leben ist es halt genauso. Ja? Man muss einfach aufpassen, dass man sich nicht Sachen erwartet. Und dann kann man sehr schnell frustriert werden. Also nicht, die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. So, wie wir gesehen haben, sind Schräglagen rund ums Grün für viele Spieler eine große Herausforderung. Die Ursache dafür ist, dass viele von der Ausgangsstellung eine falsche Position einnehmen und auch die Ballposition an der falschen Stelle ist. Das heißt, bei Bergauf Lagen ist es ganz wichtig, die Schulterlinie dem Hang angleichen, damit ich wieder parallel zum Boden den Schlag ausführen kann. Und die Ballposition sollte nicht zu weit beim linken Fuß sein, weil wenn ich vom Hang wegkippe, ist die Gefahr, dass ich den Ball toppe, relativ groß. Love is in the air, everywhere I look around. Aufbruchsstimmung nicht nur in der Natur. Auch unsere Hormone sprießen und Frühlingsgefühle werden wach. Warum haben gerade im Frühjahr die Flugzeuge in unserem Bauch vermehrt Start- und Landeerlaubnis? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es, weil nicht nur in der Botanik, sondern auch in Tieren die Säfte fließen im Frühjahr. Und wenn die Säfte fließen, ja mein Gott, da fließt alles besser. Das Quäntchen Glück gehört natürlich auch dazu, wann und welche Lebenssituation man jemanden kennenlernt und ob man auch schon bereit und offen ist, eine Beziehung einzugehen.
Wie funktioniert Liebe eigentlich und was muss man für eine funktionierende Partnerschaft mitbringen? Humor. Vertrauen. Ja, immer ein Glas Rotwein im Kühlschrank. Damit haben wir schon alles. Nein, einfach die große Liebe, aus, fertig. Auch wenn die Liebe ein bisschen weniger wird und dann in so ein gutes und schönes, breites Gefühl im Körper wird, das ist ja auch was Wunderbares. Respektvoller Umgang miteinander finde ich überhaupt das wichtig und Vertrauen ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist wie bei einem Autoservice, permanentes Service. Und dass man auch Dinge ausdiskutiert. Humor, Ehrlichkeit, Themen wie Treue, dass man darüber offen redet. Natürlich auch ähnliche Werthaltungen, Einstellungen. Es kann auch kein Nachteil sein, wenn die Interessen nicht vollkommen unterschiedlich sind. Und ohne die Chemie der Liebe, die Emotion geht gar nicht. Welchen Stellenwert nehmen gemeinsame Interessen in einer Partnerschaft ein? Es geht weniger darum, ob jetzt beide Bungee-Jumpen gehen oder nur französische Filme miteinander anschauen wollen. Es geht eher so um Faktoren wie das Aktivitätsbedürfnis. Das wäre günstig, wenn das ähnlich ist. Wir haben uns umgehört, wie gut der Golfplatz als Partnerbörse funktioniert. Ich finde definitiv schon, da man Zeit miteinander verbringt, gezwungenermaßen am Golfplatz, gezwungenermaßen. Einmal länger, einmal kürzer, man hat sämtliche Höhen und Tiefen am Golfplatz, durchlebt man binnen kürzester Zeit und man hat ein gemeinsames Hobby und ich finde, gemeinsame Hobbys sind in der Partnerschaft, in der Beziehung ganz, ganz wichtig. Nachdem ich jetzt noch nicht Golf spiele, kann ich das noch nicht beurteilen. Natürlich, wenn du dann immer sagst, du bist am Golfplatz, kann das natürlich schon zum Problem werden. Das ist dann vorteilhaft, wenn man doch selber dann auch Golf spielt. Das ist perfekt. Ja, das ist wirklich perfekt, weil einerseits brauche ich ja nicht wie bei anderen Sportarten das gleiche Niveau des Könnens, weil durch das Handicap-System ist das natürlich keine Frage. Für die Partnerschaft dann in weiterer Folge super beim Badespielen. Ja. Einerseits die Akzeptanz natürlich, für dass man länger wegbleibt. Und andererseits kann man gemeinsame Unternehmungen machen und das ist wunderbar. Es ist insofern gut, weil es ist einmal ein positiv besetzter Ort. Man ist in der Natur, man ist draußen, man ist schon in einem entspannten Zustand, man ist konzentriert, man nimmt sich bewusst Zeit für sich, für den Sport, die Bewegung. Ein schöner Ort, um ja auch Mr. oder Mrs. Right durchaus kennenlernen zu können. Ein Paar, das sich nicht nur am Golfplatz getroffen, sondern dort auch Nägel mit Köpfen gemacht hat. Manuela und Wolfgang Knotzer. Ihr habt euch am Golfplatz kennengelernt, stimmt das? Ja, das stimmt. Beim Turnier, bei unseren Ortsmeisterschaften. Wir sind ein-, zweimal vorher da schon über den Weg gelaufen und dann hat es dann endlich gefunkt. Na, hübsch Mädel am Golfplatz. Ja, ich bin dann heimgegangen vom Golfplatz und denke, warum nicht? Und habe ihm ein SMS geschrieben, ob wir was trinken gehen. Und genau so war es. Und das war das erste Date und seitdem sind wir zusammen. Was hast du gedacht, wie du das SMS gekriegt hast? Ja, passt. Und seitdem spielen wir eigentlich regelmäßig sehr viel Golf. Also es ist eigentlich unsere Hauptfreizeitbeschäftigung. Ich bin richtig golfsüchtig geworden mittlerweile. Jetzt habt ihr ein besonderes Ereignis ja auch gefeiert. Auch am Golfplatz, was ich gehört habe. Wie war das? Wir wollten beide nicht so richtig klassisch heiraten. Wir haben gesagt, das passt nicht zu uns. Was machen wir? Und dann ja, kam die Idee, ein Golfturnier zu machen mit den Gästen vorab und das wurde auch als Scheidungsfeier ausgeschrieben und gesagt, wenn wir den überstehen, dann fahren wir aufs Standesamt. Haben wir dann auch gemacht und am Nachmittag haben wir dann am Golfplatz wieder gefeiert bis in der Früh. Da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Am 9. Loch, ich schätze, ca. 80 Meter vom Grün entfernt gewesen und ich sage zu ihr, du, wenn du den nicht reinhaust, dann heirate ich dich nicht. Und sie stellt sich hin, hat einen Ball drauf und hat den Ball tatsächlich ins Loch. Bist du eigentlich dann nicht mehr rausgekommen? Da bin ich nicht mehr rausgekommen. Ich habe plötzlich den Virus in mir gehabt und wenn man einmal diese weiße kleine süße Kugel trifft, das lässt einen nimmer mehr los. Ja? Und dann wimmer und wimmer und wimmer. Und dann ist es ganz wichtig, meine Damen und Herren, dass man eine ganz stabile Partnerschaft hat. Auch wenn man mittendrin nichts miteinander redet, aber nachher geht man runter, küsst man sich und sagt, schön war's, wir lieben uns noch immer.